Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Jo, genauso wie bei Minecraft ist ein Ticken her gewesen. Boah, die Mumie durch die Gegend. Ein Ticken her gewesen, dass ich das letzte Mal hier im Spiel war. Kurz gucken, wo war man denn? Hat man gerade irgendwas Besonderes vorgehabt? Das Rathaus steht auch. Friedhof passt. Stone is low, okay. Eisen und Kohle wird abgebaut. Gut, hier sind wir jetzt auf Steel Tools gewechselt. Ne, es sieht zur Zeit eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ach, die Minenarbeiter müssen wir dann mal aufstocken, genau. Was haben wir hier? Kirschen? Von allem bauen wir etwas an, das ist auch gut. Wie schaut's denn hier mit Straßen? Ja, schon alles aus Stein gezimmert. Zumindest hier die Hauptbereiche. Nomaden! Oha! Wo haben wir sie denn? Ach komm, 7 Stück, die kriegen wir ja noch unter. 7 Stück kriegen wir doch unter, das ist doch kein Thema. Bauen wir hier nochmal 2. Hallo, die habe ich doch. Habe ich doch schon. Knallköpp. Und einer von denen hat auch gleich Arbeit gefunden. Das ist doch schön. Und 4 Stück jagen wir in die Minen. Und dann bauen wir mal ein paar Häuschen weiter. Eins da. Und eins dahin. Mal gucken, ob es klappt. Wie lange es dauert. Steine haben wir gerade so noch genug. Ach, hier sind die Steine. 30, nee, 30 schicken. Das schickt. Kohle 8. Jobs. Map. Events. Wege. Nö, brauchen wir nicht. Wie schaut's denn hier aus? Mit. Was suche ich denn? Ah, genau, hier Produktion. 2000 im Plus bisher. Naja, naja, naja. Könnte auch ein bisschen mehr werden von mir aus. Oh, die Rinder. Da haben wir auch schon auf Maximum. Hey, wir haben schon alles voll. Das Schlimme ist, wir haben auch schon fast alles gebaut. Es gibt ja bald gar nichts mehr zu zeigen. Haben wir denn schon ein paar Steel Tools auf Lager? Das. Fuel Limit 1000. Ne, dann lass mal 1000. Stecken, aber. Mal hier auch auf, kann ich ab Hand antippen. Gehen wir da auch mal auf 1000 hoch, genau. Dort Kloß fehlen. Könnte ich eigentlich einen zweiten Schneider? Irgendwo muss ja das ganze Leder gesammelt werden. Hier sammelt sich doch das Leder. Bevor das von da nach da oben kommt. Hier eigentlich noch ein Schneiderchen hinkleistern. Wo haben wir denn den Schneider? Schneider? Und ich habe ganz vergessen, dass ich so eine Riesenhütte brauche. Dann klatsch mal hier neben die Schule. Bum bum. Merchant has arrived.
Was hat denn der Merchant so dabei? Chickens. Aber sicher doch. Great. Zwei Chickens sollten ja eigentlich ausreichen. Das heißt, ich muss jetzt hier noch so ein Gatter wieder anlegen. Alter, die nehmen Platz weg. Machen wir den Gatter hier mal. Das Ding war 20 auf 20. 20, oh, 20 auf 20. Passt hier auch noch hin. Geilo. Patz. Genau dahin. Genau da daneben. Gut, hier wird kein 20 auf 20 mehr hinpassen. Schade. Iron is low. Ja, da mal 5, da mal 5. Es klappt schon. Unsere Häuser sind auch fertig. Die haben ja gleich ein paar Kinder mit dabei. Als Truff. Als Truff auf die Alte. So. Oh Gott, 65 Bäume, die hier wahrscheinlich weggekleistert werden müssen vorher. Hm. Zufriedenheit ist voll. Gesundheit ist auch voll. Gucken, ob wir die Ernte rechtzeitig eingefahren bekommen. Gehen wir mal wieder auf Zweifachgeschwindigkeit runter. Das ist fünffach, das rast ja nur so vor sich hin. Kommt mir gar nicht mehr hinterher. Hier könnten wir auch noch ein paar Häuser reinklatschen. Der Friedhof schickt noch mal eine Weile. Firewood ohne Ende. Firewood haben wir ja echt ohne Ende. Hallo, komm, tschüss. Der Trauthaus, Trade Items, Chicken. Das ist der. Also das habe ich mir vorgenommen, dass wir das eigentlich mal voll klatschen. Jetzt habe ich hier unten den anderen Herbalist hingeknallt. Schon geht die Gesundheit wieder nach oben. Was willst du mehr? Was willst du mehr? 83 Erwachsene sogar. 16 Schüler, 25 Kinder. Da schau mal einer an. Taylor? Taylor fehlt noch ein paar Stones. Taylor Swift. Taylor Shift. Einzige, was ich nicht verstehe, warum kriegen die Felder nicht abgeerntet? Habe ich die zu groß gemacht? Sind die Felder zu groß und deswegen kriegen die es nicht gebacken mit dem Abernten? Oha, oha, oha. Gut, hier sammeln sie auch ein bisschen Steel Tools. 35, na. Zappalott. Hier könnte ich theoretischerweise oder müsste ich vielleicht sogar auch nochmal. Na, ein Markt ist natürlich. Ne? Gut, die haben Pech gehabt, dass hier. Ja, sind die Alteingesessenen. Ansonsten muss oder sollte wohl jedes. Loks ist low? Ja, hier kommen die mehr als genug Loks. So wie ich das mal mitbekommen habe, sollte nach Möglichkeit Wohngebiet technisch sollten echt viele Märkte vertreten sein, weil die hier wirklich auch für die Nahrungsmittelverbreitung da sind. Oder für, na, was heißt für die Verbreitung, für die Verteilung. Und zusätzliche Lagerfläche, das darf man nicht außer Acht lassen, ne? So, haben wir noch irgendwo, ja, Stonecutter bräuchten eigentlich ein paar, aber ist mir ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir haben nur 5 Laborer. Und da packen wir nochmal 2 Bilder mit drauf. Loks müssten wir ja gleich wieder mehr als genug haben.
19er sind wir, ne? Sind gestorben. Der Taylor, ach, der hat schon sein ganzes Material da. Aber hier brauchen wir echt 76 Loks, 80 Hammer. Würde ich mal sagen, wird es langsam Zeit. Was machen unsere Farmer in der Zeit? Gut, die helfen fleißig mit, wie sich's gehört. Stones haben wir da. Gut, die Häuser sind gebaut. Bebaut, ja. Gebaut. Ja, hier fehlen... Oh, immer noch 10 Bäume. Wo sind meine Bilder? Bilder? Cold? Picking up resources? Wieso picking up resources? Working. Na also, haben es auch mal gecheckt. So, was als nächstes? Oh, die Grube wird auch mal tiefer. 77% nur noch. Das Doofe ist, du hast am Ende hier wirklich einfach nur so eine eklige Kackgrube da, mit der du nichts mehr anfangen kannst. Die ist halt einfach mitten in der Pampa. Was meckert der? Food Limit erreicht? Food Limit? Sonst gibt es kein Food Limit. Dann klatschen wir gleich mal um 5000 hoch. Zu viel Food kann man hier nie haben. Voll. War auch fast voll. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier die Hütte abreißen will. Lagern die alles aus? Kann man das überhaupt auslagern? Shit. Na gut. Das Problem ist, die hier oben, die müssen für ihr Essen immer so ewig weit latschen. Loks ist low. Na gut, hier brauchen wir auch mehr als genug. 76 Loks, dann brauche ich wieder 2 Herdsmen mehr. Hier brauche ich dann nochmal einen Taylor. Okay, einen Taylor kriegen wir ja irgendwo noch unter. 38 Leder. Was arbeitet der da oben überhaupt noch? Der arbeitet auch. Gut. Gut, die können sie ja fast selber versorgen. Die haben ja hier... ganze Zeug, was gesammelt wird, haben die alles hier gleich in der Nähe. Hier haben sie noch mal ein bisschen was. Ja, ein Bilder weniger, ein Teller mehr. Dann geben sie mal Gummi. Und noch ein Laborer über. Das ist aber fein. Nahrung waren wir eben bei 20.000. Die hält sich eigentlich noch in Grenzen. Das ist ganz gut. Also so gefällt mir das doch ganz gut. Oh, 7 von 76. Loks ist low. Ja, ja, macht nichts. Unsere Foresters arbeiten ja fleißig weiter. Nix Problem. Pumpkins haben wir auch ein paar. Nur 762. Nur. Schüler. Und uns gehen die Labore aus. Das ist nicht gut. Wenn jetzt noch irgendwo jemand stirbt, haben wir ein Problem. Dann holen wir mal 2 Minenarbeiter erstmal weg. Minenarbeiter sind noch nicht ganz so wichtig. Na, wird das heute noch was? Über 100 Einwohner haben wir sogar. Wenn wir, glaube ich, hier mal gucken.
Insgesamt Einwohner 122, 35 Jahre spielen wir schon. 94% haben Arbeit, 91% haben sogar Klamotten. Oje, welch Luxus. Aha, eine komplette Übersicht. 44 Leder, 4 Hidecoat. Steel Tool 44. Schau, schau. Nahrung steht immer noch bei 18.000. Respekt, Alter. Firewood 1000 haben wir schon da. Firewood 1000, Obergrenze liegt bei 1000. Ne, Firewood 1000, ja. Firewood 739, Obergrenze bei 1000. Locks ist low, hier fehlt auch noch ein paar Angriffe.